Den ganzen Tag über kommen Menschen hierher. Gemeinsam mit vielen hundert Gläubigen hält Bischof Kohlgraf am Nachmittag eine Totenvesper für den Verstorbenen. In einer bewegenden Ansprache bedankt sich der Bischof für die große Anteilnahme der Menschen in den letzten Tagen. Als letzten Montag bekannt gegeben wurde, dass es dem Kardinal sehr schlecht ginge, da waren wir alle, die wir hier in Mainz arbeiten, wirklich ergriffen und berührt von den Reaktionen. Wie viel Anteilnahme, wie viel Sympathie und man kann wirklich sagen, wie viel Liebe in diesen Äußerungen der Menschen uns erreicht haben. Und ich glaube nicht uns erreicht haben, sondern ich glaube auch den Kardinal erreicht haben. Die Menschen im Bistum trauern um einen Kirchenmann, der wie kein anderer mit Mainz verbunden war. Viele von ihnen hat er ein Leben lang begleitet.